Recht zahlreich. Ihr lest, wie ihr seht, Second-Hand-Handwerker aus Altwerk neu. Und warum für mich alte Handwerk noch gut ist. Kleiner Hinweis, also ich werde jetzt auf ein paar Themen jetzt auch noch eingehen, wie zum Beispiel auf ein paar rechtliche Dinge, die ich aus meiner Sicht sehe. Dinge, wie ich das sehe, wenn ich Teile verbaue, etc. pp. Und ich gebe auch keine Gewährleistung drauf, da ich Azubi bin, dass das richtig ist. Im Endeffekt, wenn ihr Scheiße baut, ist das euer Problem. Um es mal so gesagt zu haben. Für viele, die mich jetzt noch nicht so kennen, ich bin 38 Jahre alt, ich bin angehender Fachinformatiker, Systemintegration, bin Outdoor-Hobbyist, Survival-Trainer selbst ernannt und habe verschiedene Hobbys. Und darüber auch Handwerk, Outdoor, IT und so weiter. Und momentan jage ich halt IT-Teile. Aus verschiedenen Gründen, auch weil es eine Kostenfrage war. Und ich habe mich in dem Zuge auch beschäftigt, was bringt mir das, welche Vor- und Nachteile habe ich dadurch. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass ich diese Präsentation heute abhalten darf. Persönliche Gründe, wie gesagt, waren Anschaffungskosten, auch so anderen Sachen wie Ausbeutung von Rohstoffen und aber auch das Thema der Hardware-Mafia. Ihr kennt das vielleicht, es kommt ein neues Spiel, neue Grafikkarte. Das ist so der alte Hase, das waren immer neue Sachen im Bauch oder neue Hardware. Und für mich ist es halt wichtig, mehr zu erschaffen als zu konsumieren. Ein großes Problem, was ich immer wieder sehe, ist, dass die Menschen mehr konsumieren, als sie erschaffen tun. Ergo ist das auch für mich eine persönliche Lernkurve, wenn ich etwas verbessere oder auch neue Systeme erschaffe und funktionsfähige Systeme halt auf den Laufen bringe. Für mich hat das einen ganz speziellen Nervenkitzel, wenn die Technik dann auch wirklich funktioniert und sie mal nicht von meinen Augen in Rauch aufgeht. Ja. Meine Vor- und Nachteile, die ich so die Erfahrung gemacht habe, ist halt natürlich, dass man die Altsysteme up-to-date halten kann, dass man halt dementsprechend weniger Kosten halt durch neue Teile, die man halt in manchen Portalen bekommt, sich anschaffen kann. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht, je nachdem auch wie dann halt quasi es zum Thema Nachteile geht, die versteckte Schäden, mehr Kosten, Lieferzeiten, das könnt ihr ja sehen, auch die Frage nach der Haftung oder auch genauso, dass man die Sachen sich genau anschauen muss oder auch benchmarken muss. Ansonsten habe ich jede Menge Spaß daran und grundsätzlich ist es für mich ein Riesenerfolg, treue Projekte zu haben und Sachen halt wiederzubeleben. Das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist, aber ich sage es nochmal ganz klar, keine Rechtsberatung. Es ist wahrscheinlich ersichtlich, aus welchem Portal das da rechts kommt. Ich gehe jetzt auch genau auf dieses Thema dann ein, da wir das in Wirtschaftslehre hatten. So wird es nicht dementsprechend handhaben, wie ihr das handhabt, ist dann euer Problem. Allerdings möchte ich sagen, wie ich das so sehe und laut dessen, was wir im Unterricht gelernt haben, wenn jemand keine Garantie schreibt, speziell, hat er trotzdem eine Garantie dafür. Deswegen ist es wichtig, dass man das Letzte wahrnimmt, was in das Größe ist, Ausschluss der Sachmängelhaftung. Warum? Die Sachmängelhaftung ist ein Riesenproblem für die Leute, die das dann halt im Endeffekt nicht machen, weil wenn sie Garantie schreiben, kann man sie trotzdem dafür rechtlich drankriegen. Wissen die wenigsten, machen aber viele so, dass sie das erste Beispiel nehmen, Privatkauf, keine Garantie, keine Rücknahme. Deswegen ist es umso wichtiger, gründlich zu lesen, Spezifikationen dementsprechend, ja, sagen wir mal, zu prüfen. Wir sehen es heute, was bei mir passiert ist. Ich habe, wie mein Kollege das heute auch vorhin in der Schule auch weiß, mir den Formfaktor gelehrt und deswegen habe ich leider heute kein Bauprojekt. Tut mir leid. Grundsätzlich gehe ich halt so, dass ich auf den Käuferschutz bestehe, wenn irgendwas schief läuft, verdächtige Meldung, ich lasse mir die Sendungsnummer geben, Wareneingang, gucke ich, was ich dann dementsprechend erhalte, nenne es jetzt mal bei mir Wareneingang. Und wenn der Verkäufer natürlich gut war, kriegt er einen guten Bewertung. So gehe ich im Regelfall vor. Manche von euch sagen, oh, ich habe das Teil, ich gehe da sehr gut vor. Ja, wie gesagt, keine Rechtsberatung, aber das ist so mein Ding, wo ich drauf achte. Das meiste kennt ihr ja auch.
M-Test, kennt ihr ja auch, so gucke ich mir die RAM-Riegel zum Beispiel an, wir hatten das Thema letztes Jahr auch. Für mich war wichtig, dass auch in der optischen Überprüfung, ob da vielleicht irgendwas zu sehen ist, dass man das mal erwähnt, Spannungstest, verschiedene andere Tests, Benchmarks und so weiter. Für mich war es besonders wichtig, dass ich sage, ey, ich habe hier eine Reihe von Komponenten und die muss ich halt dementsprechend mir genau anschauen. Und wenn ich dann halt zwar nichts feststelle, dann muss ich halt mal auf der Software schauen, ob da vielleicht irgendwas ist. Hat mir schon jede Menge Ärger erspart. Und manchmal konnte ich sogar sagen, dass ich mein Geld wieder zurückverlange. Wenn es läuft und ich meine Computerteile, Handys, weiß der Geier, was ich da mir für eine Hardware gekauft habe, Peripherie, dann habe ich natürlich dementsprechend Geld gespart. Ich habe dem Ganzen eine zweite Chance gegeben. Für mich war es wichtig, dass es das Teil eine zweite Chance erhält. Wenn es kaputt ist, wird es halt schwierig, aber deswegen hat man dann schon mal Ressourcen geschont und dann kommt auch später noch zu dem Thema noch näher genau ein. Und ich habe daraus gelernt. Weil letzten Endes, wenn ich da was Neues zusammenbaue und ich habe was Altes wiederentdeckt, perfekt. Was Besseres kann für mich nicht geben. Wenn es verreckt, die Risiken. Natürlich, dann hat man eine defekte Hardware, man hat halt resultierende Schäden, vielleicht hat man Haftungsansprüche etc. Wobei das bei so diversen Anbietern oder Privatkäufen schwierig sein dürfte. Trotzdem habe ich es schon mal durchgedrückt und Ironie auch genau aus dem Grund, weil er keine Garantie gewährleistet. Also Pech für ihn, hätte er Sachmale geschrieben, wäre es was anderes gewesen. Im Endeffekt habe ich dann quasi aufgrund des kaputten Rands dann auch komplett meinen Computer bezahlt gekriegt, der Schaden hatte, dadurch. Und es hat funktioniert, das Anwalt ist eben. Im Endeffekt hat man sehr viel Ärger. Und man hat es fast daraus gelernt, dass es schwach ist. Aber man hat sein Geld wieder, wenn man Glück hat. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Problem, dass wir halt sehr viel Elektroschrott in dieser Welt generieren. Auch wenn ich das Secondhand betreibe, macht es auf lange Sicht auch so katastrophale Folgen. Man kann es zwar bremsen, aber das richtet sich nach, genau nach Neuanschaffung, die Menge an Elektroschrott, die wir in der EU haben. Allein der Deutsche schafft hier 10,5 Kilo pro Jahr. Das ist Wahnsinn. Allein hier sind wir in der Top 4 mit 12,5 Tonnen an Elektroschrott, das wir verursachen. Das ist eine horrende hohe Zahl, die eigentlich vermeiden will. Besonders mit Rohstoffen, die so selten sind, die wir einfach rausblasen. Und im Endeffekt, ja, wir können sie zwar recyceln, aber recyceln ist nicht ewig und auch nicht ewig endgültig. Und das funktioniert einfach nicht. Und wenn man sich so mal die Österreicher anguckt, über die will ich jetzt erstmal nicht negativ sprechen, aber 15,7 Tonnen pro Jahr ist schon erstaunlich. Übrigens, Hinweis, unten Statista Bundesamt. Kilogramm steht da. Kilogramm je Einwohner. Entschuldigung, Tonnen, ich habe mich versprochen, sorry, tut mir leid. 4,7 Millionen Tonnen, meinte ich. Obsoleszenz, das hat ja jeder gehört, die Lebensdauer verkürzen. Das ist auch so der altgediente Feind unserer schönen kapitalistischen Gesellschaft, Auszug aus Wiki. Die bewusste Manipulation von Bauteilen, die Transistoren irgendwo hin zu packen, wo es dann schnöllig schnell heiß wird und erst das Jahr nach einem gewissen Obsoleszenzrechtszeit verweckt. Das ist auch so ein Ding, was meiner Meinung nach halt verboten gehört. In vielen Lehrwerkstätten bzw. Helferwerkstätten, wo man seinen kaputten Rechner, Mikrowelle oder sonst was hinbringen kann, ist halt immer wieder das Thema Obsoleszenz im Gespräch und viele Ingenieure sagen, ich war selber auch mal dort, ich habe mal gefragt, wie es aussieht, und deren Meinung ist, dass es absichtlich ist, dass man die Transistoren an die Stelle packt, wo es natürlich am heißesten ist. Und dann ist das Ding nach 3 oder 5 Jahren kaputt. Denn ein Produkt, was ewig hält, bringt kein Geld. Das wurde mir so von einem IT-Mann gesagt, der dort halt dementsprechend auch seinen Job dort verrichtet, beziehungsweise seine Familie arbeitet. Cycle of Life. Also im Durchschnitt hält bei mir eine Computermaus 8 Jahre,
5 bis 10 in Desktop. Kabel habe ich schon 15 Jahre alte gesehen. Woher ich das so genau weiß, ich schreibe das Datum auf die Kabel, ich bin ein bisschen paranoid, was das angeht. Also ich habe tatsächlich Kabel gefunden, die waren 15 Jahre alt. Hardware-Komponenten Schnitt 5 bis 10 Jahre, Bildschirme 7 bis 11. Natürlich, ein Handy kaufe ich wirklich alle 2 Jahre. Ich frage mal die Runde, wer kauft sich alle 2 Jahre ein Handy? Gibt es jemanden von euch? Einer. Okay, ein Verdächtiger. Jedes Jahr. Jedes Jahr? Nein. Okay. Alle 4 vielleicht jemand oder alle 3? Keine Regel, de facto wahrscheinlich schon aus der letzten. Nein, die 4. Das sind andere Frage. Wer von euch hatte noch ein Android kleiner 7? Ab jetzt aber. Wer hat die Handy gekauft, bevor das Vorige noch anliegt? Genau. Ja, aber ihr seht, ihr seid auch, was das angeht, wohl noch recht sparsam. Ich kenne Leute, die kaufen sich jedes Jahr beziehungsweise alle 2 Jahre exakt ein neues Handy. Wo ich mich frage, warum sie das eigentlich tun, weil im Prinzip funktioniert es ja noch. Nein, man muss immer die neueste Mode haben. Die nächste Frage ist, wer kauft sich jedes Jahr einen neuen PC? Ja, das ist auch wohl eher sehr unwahrscheinlich, aber jetzt spielen wir mal den Rad weiter. Alle 5 Jahre, alle 4, wer kauft sich denn da eine neue Kiste? Ja. Ein ganz großes Problem, was ich halt immer sehe, ist halt bei Computern, wenn man halt recht klein kauft und man will sie möglichst lange nutzen, reichen die zum Beispiel bei Computerspielen, die werden immer schlimmer, was die Grafikanforderungen angeht. Und wenn man da zu klein kauft, stellt sich die Kiste nach 4 Jahren, wenn ihr Pech habt, raus. Also statistisch gesehen. Da kommen wir jetzt natürlich zu dem Thema, womit ich mich parallel noch beschäftigt habe, ist das Thema Ressourcenschonung. Und das ist ein ganz übles Ding in unserer ganzen Welt und in der Gesellschaft. Das Thema Edelmetalle und Antimonie. Wer weiß, was Antimonie ist? Einer weiß es. Sprich, Dennis weiß. Wunderbare selbe Ärzte, die sehr weit unten auf dem Periodensystem stehen. Bingo, das sind also Metalle der seltenen Erden. Hier, GWT, Wert und so weiter, und die Tantalum, Lutetium, Iodium und so weiter. Dann haben wir noch da drüben Kupfer, Gold und Silber. Und wie wir wissen, ist das in vielen oder bei nahezu in allen elektronischen Teilen irgendwie mit da drin. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man diese Teile recycelt. Ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt, wie so ein Recyclingverfahren eigentlich funktioniert. Im Prinzip wird das ganze Zeug gecrushed, also zum Beispiel eine riesige Mühle getrieben, mit Säuren aufgelöst und getrennt mit chemischen Verfahren. Das birgt allerdings der Nachteil damit sich, dass wiederum die Chemikalien recycelt werden müssen oder sogar in einem Effekt wirklich irgendwo rumstehen. Also so ist es nicht hundertprozentig. Ja. Kleiner Nachtrag, wenn Sie denn überhaupt dahin kommen, dass Sie die Ressourcen hinreichend gut voneinander trennen können, was ja gerade bei so Dingen wie Kobalt, glaube ich, derzeit ein ziemliches Problem ist, beim Kobalt-Recycling, dass Sie dann ein Problem haben, das von Lithium zu trennen, das für die Batterien derzeit. Vollkommen richtig. Da wollte ich auf nächstes hinaus, weil das Kobalt ist das nächste große Thema. Im Übrigen Afrika einer der größten Länder für Kobaltförderung, weil alle anderen Länder kloppen sich drum. Das ist auch ein Grund, warum ich lese momentan so dermaßen unter anderem wegen diesem Rohstoff dort investieren in Straßen, Infrastruktur, habe ich nicht gesehen. Und das Ding ist im Endeffekt, wo ich darauf hinaus möchte, ist, dass man alte Teile wiederverwendet, nachhaltig denkt und auch sich damit Gedanken macht, ob man das wirklich wegwerfen will. Wir leben in einer kapitalistischen Wegwerfgesellschaft. In meinen Augen bin ich recht sparsam. Ich brauche nicht viel zum Leben, sag ich mal. Wer mich privat kennt, weiß es, wie es bei mir daheim aussieht. Dann kannst du einfach mal den Link durchfilmen. Der Punkt ist, für mich war es wichtig, die Natur auch weiterhin zu bewahren, sage ich mal, indem ich halt nicht gleich alles zum Schrott zu führe. Aber kurz oder lang werden auch meine Teile irgendwann mal recycelt oder im Schrott landen. Und das nächste, was mir gewaltig auf den Keks geht, ist die Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Sprich, das ist etwas, wo ich echt sauer werde, wenn ich Kinderarbeit sehe. Dieses Beispiel ist in einer Goldmine, wo Kinder mit der Schaufel
genau für diesen Industriezweig in dieser Mine arbeiten. Und ich finde, das muss nicht sein. Und das muss sich auch grundsätzlich auch mal ändern. Das Problem ist, Afrika ist ein armes Land. Und arme Länder, wie es halt so ist, gehen jeder möglichst eine Arbeit nach, um halt zu überleben. Selbst die Kids. Es ist eine äußerst gefährliche Arbeit. Hier seht ihr zum Beispiel links, das ist hier eine Diamantenmine, wo der runterstreicht. Und dieses Loch ist sage und schreibe 15 Meter tief. Und der schlitzt sich mit seinen blanken Füßen und Händen ab, krabbelt auf den Rücken. Genauso auch hier die Kids, das ist das Übelste. Und da arbeiten sie in einer Kobaltmine, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Allein von der Umweltzerstörung mal ganz abgesehen, was dabei gerade rumkommt. Lesson learned. Man kann viel Geld ansparen. Gesundes Misstrauen beim Kauf ist mir besonders wichtig inzwischen. Ich bin schon ein paar Mal gelegt worden, habe vielleicht den einen oder anderen Computer geschrottet und habe dann kein Geld mehr gesehen. Unter anderem war mir es halt wichtig, auch nachhaltig und natürlich nachhaltig zu denken und weniger zu konsumieren. Und trotzdem ist es ein Hobby mit Leidenschaft, das ich sehr gerne fülle. Denn ich weiß, es macht Spaß, es ist eine reinste Sammelwut und Sucht momentan bei mir ausgebrochen. Und ich habe so viele Computer momentan daheim stehen, inzwischen 3 Stück, die aus Altschrotz wieder laufen, die ich jetzt mittlerweile auch weitergebe an Kids wie meinen Nachbarn oder so. Und die schenke ich dann meistens her und ich freue mich, wenn andere damit ja, was lernen und Spaß haben. In diesem Dank an alle, dass ihr heute da wart. Dankeschön. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Haut raus. Keine Fragen? Keine Fragen? Keine Szene? Bedanke ich mich nochmal herzlich und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.